Ach so. Hallo? Oh Gott. Was ist das hier? Wo uns dann... au, hä? Okay. Aha! Oh, jetzt sind wir direkt da. Wir sind, haben uns da quasi hin teleportiert, mehr oder weniger. Ach, na, wir sind da. Cypher, was trinken? Ich will auch mal was trinken. Ich will jetzt mal Wasser haben. Ignorieren. Voll. Der Ordnungsdienst ist beschäftigt, stör uns nicht. In der Ordnungsdienst oder was? Ey, bist du, du bist es, Maskwall. Fuji will uns mal etwas spendieren. Willst du auch mal was? Gut. Hä? Ey! Autsch! Es tut doch weh! Was los? Mit ihr, Mensch. Wir wollten ja... Ich hätte gerne was zu trinken genommen. Ich wäre dem nicht abgeneigt gewesen. No? Na gut. Wir laufen einfach mal weiter, gucken wir erstmal auch überall um, wa? Das sind die Quartiere. Machen wir gleich mal eine kleine... Also... Mach ich mit hier, mit dir, dem Zuschauer, mal eine kleine Führung durch den Garten. Eben waren wir in der Mensa. Sind wir hier im Quartier. Das ist, glaube ich, unser Zimmer. Genau, hier ist unser Zimmer. Ihr könnt mal, wenn wir wollten, könnt mal hier uns hinpacken. Brauchen wir jetzt aber nicht. Das ist die Verpackung, glaube ich, von unserem Schwertchen. Wir haben sogar ein Telefon, wie wir sehen können. Und hier ist unsere Uniform, die da hängt da hinten. Und unser kleines Regal mit ein paar Büchern drin stehen. Da wohnt unser Mitbewohner. Der hat natürlich kein Schwert und hat die Uniform offensichtlich gerade an. Und er hat dieselben Bücher wie wir. So, das ist dann wohl der Allgemeinraum, würde ich mal sagen, wo man nichts liegen lassen soll. Das ist übrigens ein Speicherpunkt, ne? Ja, natürlich auch mal speichern. Hoffentlich auch oft genug, nicht dass ich mal irgendwie aufgehe und dann nicht gespeichert habe. Das wäre ungünstig. Okay. Das hier? Der Parkplatz. Gucken wir uns doch mal den Parkplatz um. So. Genau, hier sehen wir aktuell, hier vorne ist irgendwie was, aber ansonsten steht hier nichts rum. Also nur ein Motorrad da, so ein komisches. Willst du Karten spielen? Hallo? Nö, willst du offenbar nicht. Hätte man dich ansprechen können jetzt gerade. Na gut, laufen wir mal weiter. Hier, das müsste die Trainingshalle sein, die Übungshalle, genau. Da würde ich jetzt aber noch nicht groß reinlaufen. Es riecht irgendwie nach Regen gerade. Das Fenster ist hier offen. Auch was bei euch, kann man hier... Villa B. Das also waren die besagten Monster. Da, ich sterbe. Okay, also hier könnten wir reinlaufen. Aber ich würde mal jetzt erstmal, wir sind Level 7 und vor allen Dingen allein unterwegs. Da wäre das, glaube ich, nicht ganz so sinnvoll. Später würden wir hier auch mal langlaufen. Denn es gibt hier ein Monster, das ist wirklich unglaublich stark. Das wäre jetzt etwas schwierig, wenn wir hier jetzt schon reinlaufen würden. Ist das Schuh? Wollte auch ein Seed werden, als ich in ihrem Alter war. Ich würde ihr gerne weiterhelfen. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Seed werden. Kann ich Kartenspiel mit dir? Ach, Manu. Sie ist übrigens, glaube ich, so ein Lehrer oder so ein Ausbilder oder sowas. Ja, ein Ausbilder. Schüler Nummer 41269 Squall. Das Problem, Kind. Hast du nicht heute die Abschlussprüfung? Lass deine Ausbilderin nicht warten. Verschwende nicht deine Zeit hier. Doch, machen wir jetzt aber. Okay, wir haben, der weiß direkt fett unsere Nummer erstmal. Wir sind offensichtlich ein Problemkind. Wir wissen Bescheid. Alles klar. Das hier ist die Bibliothek, Leute. Schier, ne? Kann man mit dir Karten spielen? Offen. Ja, magst du spielen? Ja klar, komm. Open und Tauschregel 1. Machen wir einfach mal. Ja,
auch mal ein paar gute Karten. Wir nehmen uns Heulix und Fongo Ongo. Oh, die hat eine 6 da oben. Das ist natürlich cool. Und dann nehmen wir noch die zwei. Was? Er hat ja voll die fettgeilen Karten. Gegen den werden wir verlieren, Alter. Was? Ist ja geil. Gott. Guck mal, wir können den hier legen. Ja, das ist übrigens die Kampfmusik, ne? Voll geil, wa? Schade, wir haben nicht gewonnen, natürlich. Ah ja, voll die geilen Karten. Hä? Wir müssen gegen die nochmal spielen. Oh, hier, das ist ein Drawpoint. Medica. Das ist unser erster Zauber, den wir jetzt kriegen. Den wir direkt 10 Mal gezogen haben. Cool. Ich weiß schon wieder nicht mehr, von welcher Fachliteratur mein Lehrer gesprochen hat. Ich kann ihn das nicht wieder fragen. Ich glaube, ich nenne mal irgendwas. Ich nehme mal irgendwas mit. Ich glaube, hier können wir auch irgendwas finden, übrigens, ne? Ich weiß nur leider gerade nicht, wo. Man kann... Hier, hallo? Geh mal raus. Gibt's auch für ein Minispiel sozusagen. Aber ich weiß halt leider echt gerade nicht, wo man das finden kann. Nee, da wollte ich jetzt eigentlich nicht reinlaufen wieder. Egal. Na gut. Wir versuchen noch mal gegen den Karten zu spielen, wa? Das wird jetzt unser Karten-Exzess hier so. Oh ja, bin ich aufgeräumt. Da ist wohl wer sauer, wa? Hallo? Dieser Bücherdienst! Sie haben nicht vernünftig geputzt! Ah, die lummern bestimmt irgendwie da herum! Lummern oder lungern? Habe ich jetzt, glaube ich, falsch gelesen. Hallo? Hast du es gelesen? Du meinst Mord und Blutrausch? Hast du den Täter erraten? Kannst du mir nicht etwas Geschmackvolleres empfehlen? Warum? War das nicht spannend? Doch, war es. Aber ich meine so, was irgendwie... Es hat dir also gut gefallen. Der ist aber bestimmt noch besser. Naja. Kann ich mit euch Karten spielen? So mal. Willst du gegen mich da antreten? Ja, klar, cool. Mal gucken, was die hat. Ja, alle voll die geilen Karten. Warum? Na, den kriegen wir jetzt ja gar nicht. Hallo, was willst du von mir? Blöder Arsch. Okay, warte mal, wir müssen jetzt mal gucken. Was hat denn der? Wir müssen irgendwen so positionieren, dass wir den kriegen könnten. Von dem, ne? Das heißt, Kaktor hat oben und unten... Gut, wir können es eh nicht erraten. Wir müssen es mal probieren. Er hat ihn da eingesetzt. Geil. Dann würde ich fast sagen, wir nehmen uns den. Oh. Verdammt. Wir haben verloren, schade. Na gut. Wir müssen erstmal Karten sammeln, habe ich das Gefühl. Wir haben noch zu wenig. Na gut. Ah, wir haben einen Zauber gefunden und wir wissen, dass die hier geile Karten haben. Ganz schwierig. Wir werden sehr viel Karten spielen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ach so, genau. Warte mal, die GF, ne? Wir können was lernen. Erstmal nehme ich die Kopplungen und er kann ich auch Karte, ne? Dann können wir auch Monster in Karten verwandeln. Das ist nämlich das Coole. Das erstmal und bei ihr würde ich tatsächlich, glaube ich, erst. Oh ja, da können wir auch noch Gegenstände dann. Hier Erzeugt Wasser und Kältezauber aus Items, auch cool. Ich würde aber erstmal sowas hier koppeln, so eine Kopplungen lernen mit denen. Wir laufen mal eben nochmal kurz nach links, weil wir haben noch nicht alles gesehen. Was ist hier? Das Lazarett. Da kamen wir ja her. Hier waren wir ja schon drin. Weil wir ja uns unbedingt mit Seife anlegen mussten. Oh. Sie sind mir voll gegengerannt. Na,
Na, hallo? Na, wie geht's? Hallo, Squall. Du hast doch gleich eine Prüfung. Wie geht's deiner Verletzung? Ja, offenbar geht's sehr gut. Können wir nicht irgendwas Geiles kriegen oder so? Offensichtlich nicht. Na gut. So, dann laufen wir mal oben lang. Hier müsste nämlich Oh, warte mal. Wir gehen mal kurz hier rein, ja. Ich muss mal nämlich ganz kurz anschließen wieder. Warte, haben wir gleich. So. Genau, hier. Warte, ist jetzt. Ja, ist jetzt. Cool. Dann geht's jetzt weiter. Und zwar. Ja, eingesteckt. Nice. Sind wir hier. Ach, Standard, glaube ich, oder? Ja, der Schulhof. Hey, hey, spielst du ein Instrument? Ist das schon wieder Selfie? Oh, sorry, habe ich jetzt voll verraten. Die lernen wir später noch kennen, das ist Selfie. Das ist eine aus unserem Team. Oh, hier fährt eine Rollschuh. So, das hier. Oh, schick. Und nein, wir spielen kein Instrument. Jetzt ist die ja plötzlich vor uns. Was ist mit ihr? Interessiert dich das? Nein, gar nicht. Dann glotz nicht so blöd. Das soll eine Überraschung werden. Tschüss. Geh wieder. Die Leute vom Schulfestkomitee wurden in Kriegsgebiete geschickt. Es ist niemand mehr da. Die neue von der anderen Schule wirft sich zwar ins Zeug, aber... Naja. So, dann haben wir jetzt alles gesehen. Da oben war die Mensa, da haben wir ja angefangen. Dann laufen wir jetzt mal los. Alle, hoch, Hilfe, überall Menschen. Also überall Schüler. Einmal. So, da bin ich wieder. Musste eben mal ganz kurz ein bisschen was hier ausschalten. So, genau, Speicherpunkt. Genau, hier können wir dann abspeichern. Wenn wir da ranlaufen, können wir nämlich hier unten das hier auswählen. Oha, da war ich eh noch nicht weit, guck mal. Naja. So. CD1 steht übrigens da. Das wäre eigentlich auch das Spiel auch auf 4 CDs gewesen. Nur mal, damit ihr das so wisst. Deswegen steht da halt jetzt CD1. Weil wir uns am Anfang des Spiels befinden, sind wir quasi auf CD1. So, hier geht's raus. Oh, hätten wir jetzt belauschen können. Was ist mit dir? Ich werde diese Woche nach Hause gehen. Ab und zu sollte ich doch lieber meine Eltern besuchen. Okay. Würde es mit der Karte spielen, aber wir haben nicht so viele Karten. Wir haben eine verloren. Ups. Ah, ist nur eine Heulechse, glaube ich, gewesen, oder? Gucken wir schnell wieder. Und noch ein Drawpoint. Ah, holen wir uns gleich mal wieder. Einmal nur. Na, ist ja nicht so prall. Wir können aber mal unsere Zauber kurz ordnen. Was machen wir bei ihm? Ich würde mal machen. Angriff, Heilung indirekt. So. So, wir können ja, glaube ich, koppeln, ne? Koppeln. Warte. Bei ihm würde ich mal sagen, nach HP. Wir haben doch keine HP, aber das kommt noch. Oh, da ist sie. Ich muss dir einiges erklären, bevor wir loslegen. Losgehen. Wir sind stark, weil wir die Hilfe von GF in Anspruch nehmen. Wenn eine GF stark wird, werden wir ebenfalls stärker. Dazu müssen wir die GF koppeln. Habe ich schon. Nein, wir können nicht überspringen. Was passiert beim Koppeln? Durch das Koppeln von GF können die eigenen Statuswerte verbessert und Abilities eingesetzt werden. Das bedeutet aber umgekehrt, dass ohne Kopplungen die Statuswerte nicht ausreichend steigen oder Abilities nicht verfügbar sind.
Deshalb wollen wir zuerst eine GF koppeln. Hier wurden noch keine GF gekoppelt. Außer Koppeln stehen keine Befehle zur Verfügung. Sie erscheinen in Grau. Wenn man jetzt Koppeln wählt, erscheinen die Befehle GF und Zauber. Da noch keine GF gekoppelt wurden, bleibt Zauber noch grau. Jetzt wird eine GF gekoppelt. Wenn man GF anklickt, erscheint eine Liste der verfügbaren GF. Y zeigt eine Liste der Abilities, die diese GF bereits beherrschen. Ah, okay. AP-Kopplung und Körperkopplung sind bereits erlernt worden. Jetzt wird eine GF ausgewählt. Wenn man die GF Quetzalcoatl wählt, werden anhand der Abilities HPK und KörperK die HP und die Körperwerte im unteren Fenster in weiß angezeigt. Jetzt können Zauber mit HP und Körper gekoppelt werden. Da jetzt keine Zauber verfügbar sind, werden vorerst keine Zauber gekoppelt. Dafür setzen wir Abilities ein. Ein Charakter kann bis zu 3 Befehls-Abilities und 2 Charakter- oder Truppen-Abilities, die nicht im Kampfmenü erscheinen. Also insgesamt 5 Abilities koppeln. Die Nicht-Befehls-Abilities können maximal an 4 Stellen eingesetzt werden. Das bedeutet, dass man maximal bis zu 7 Abilities einsetzen kann. Wir wollen jetzt eine Ability einsetzen. Zuerst wird eine freie Stelle gewählt. Oben werden die Befehls-Abilities eingesetzt, die direkt im Kampf benutzt werden. Unten werden die Charakter- und Truppen-Abilities eingesetzt. Wenn der Cursor oben ist, werden automatisch die Befehls-Abilities, wenn er hingegen unten ist, die Charakter- und Truppen-Abilities aufgelistet. Damit man Zauber ziehen kann, sollte zunächst die Draw-Ability eingesetzt werden. Wir wählen oben eine freie Stelle aus. Der Cursor springt auf die Liste der Befehls-Abilities. Wir wählen Draw aus dieser Liste und setzen es ein. Jetzt kann der Befehl Draw im Kampf eingesetzt werden. Wir wollen jetzt auch noch die Befehls-Ability, die ist GF und Item, einsetzen. So, das wäre ebenfalls erledigt. Jetzt zu den Abilities, die nicht als Befehle erscheinen. Der Cursor wird nach unten bewegt. Jetzt werden die Charakter-Abilities aufgezeigt. Wir wählen die Ability Magie plus 20%. Eine freie Stelle wird ausgesucht. Wenn man jetzt Magie plus 20% wählt, wird sie eingesetzt und ist nun verfügbar. Die Abilities sind jetzt wirksam. Soviel zum Thema GF-Kopplung. Alles klar soweit? Du kannst es jederzeit im Menü unter Tutorial nachlesen. Wenn wir an der Feuergrotte sind, erkläre ich dir das Koppeln von Zaubern. Du solltest bis dahin Zauber mit Draw gezogen und gelagert haben. Zauber kannst du von Monstern ziehen. Können wir jetzt los? Um zur Feuergrotte zu gelangen, müssen wir in Richtung Osten. Oh Mann, das war eine lange Erklärung, aber es macht Sinn, das dann auch vorzulesen, anstatt es einfach nur wegzuklicken. So, wir müssen natürlich ihn jetzt aber wieder etwas dekoppeln, weil sie hat gar keine GF. Und wir geben ihr auch mal eine natürlich. Und die haben echt exakt sogar das gekoppelt, was ich jetzt auch koppeln würde. So. So. Damit wir auch drawen können. Und dann können wir los. Interessanterweise ist man immer, wenn man auf diesem Weg hier ist, ne? Ist man safe. Da kommen keine Monster, die kommen wirklich nur, wenn man außerhalb läuft. Wirklicherweise. So. Aber wir brauchen auch erstmal Monster. Alles klar. Ah ja, von denen haben wir eine Karte. Squall! Mit R löst du Gunblade aus. Drück, wenn du den Gegner triffst. Auch bei Multi-R nicht vergessen. R, okay. Aber du kannst erstmal drawen. Er hat zwar ungeplant bekannte Sachen. Feuer und... Analyse, okay. Wir drawen jetzt mal ein bisschen, das kann leider etwas länger dauern. Da könnten wir aber eigentlich tatsächlich vorspulen, ne? Damit das schneller geht. Warte. Hier drauf drücken, glaube ich. Genau. Machen wir mal 3. Das können wir dann nämlich schneller machen. Nein. Da.
fährt dann schneller. Einfach. Weil es sonst Ewigkeiten dauert, bis wir das, bis wir da ausreichend gezogen haben. Das wäre halt auch blöd. Ja. Okay. Ja. Leider kann der keinen Vita, sonst würde ich auch mal Vita Draw zaubern. Und versehen geht das nämlich auch. Aber im Zweifelsfall haben wir noch unsere Items dabei. Ja. Aber wir müssen ja immer ein bisschen trainieren, also nicht jetzt, also müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit drawen, wir können auch gleich mal angreifen. Würde ich jetzt mal sagen, wir greifen jetzt mal an. Und machen das mal. So, cool, geschafft. Aber mit ihr können wir nochmal drawen und dann mit ihm gleich nochmal angreifen. So. Der ist ganz schön stark, wa? Soll den mal analysieren sollen? Nee, ist weg. Okay, cool. Zaubersplitter. Okay, cool. Das ist zum Beispiel so ein, den wir später benutzen können, um da was, einen Zauber daraus zu herzustellen, bei, mit Kältewandler und sowas. Okay, wie viele Zauber habt ihr denn schon? Du hast bist schon bei 92, nice, und du bei 86. Die machen wir dann noch voll. Aber jetzt können wir erstmal was koppeln. Würde ich bei ihr tatsächlich auf die, keine Ahnung, Stärke mal machen. Eigentlich macht Magie mehr, ist egal, sie hat eh nur das. Ja. Cool. Den Wald können wir übrigens auch belaufen, aber da können wir nämlich auch genau das gleiche starke Monster finden wie in der Übungshalle. So. Dann wollen wir mal den Rest noch drawen, ne? Und dann holen wir mal eine GF. So, wir sehen, dass das voll ist. Wenn wir das nicht mehr machen können. Warte mal. Gut, der ist auch voll. Dann. So. Holen wir mal. Genau. Wir haben die, die GF nämlich dann extra HP, weil wir, weil das, der Beschwörungsbalken was ablaufen muss. Und wenn das passiert ist, als, dann ist das natürlich weg und dann kommt die GF. Und je besser. Oh, das ist wahrscheinlich ganz schön laut. So. Und je besser man sich mit der GF versteht, desto schneller läuft halt der Beschwörungsbalken runter. Oh cool, Shiva ist schon Level up, guck mal. Das ist ja cool. Die können nämlich auch Level steigen, wie wir sehen. Und, ja, zu Quistis hat Quetzalcoatl tatsächlich die bessere Beziehung. Die eigentlich auch, aber wir brauchen für Squall ja auch einen. So, jetzt haben wir natürlich hier 100% bei den Zaubern. Genau, und hier auch, super. Da wollte ich jetzt hier gerade nochmal gucken, weil die ja auch was lernen. Naja, das werden wir jetzt hier noch nicht schaffen. Wir können aber mal speichern. Was kann man eigentlich hier einstellen? Merken, warten, Analyse? Zoom bei einer. Ah, okay. Okay. Mach den mal ein bisschen langsamer.
Soundeffekte mache ich auch mal ein bisschen runter, aber muss jetzt nicht so laut sein. Das hat nicht gegeben, wo wir da jetzt sind. So. Ist jetzt so, ne? Ja, gut. Genau, ich speichere mal eben kurz. Einfach mal hier rein. Gucken wir mal, was hier ist. Wenn das starke Monster kommt, sage ich euch Bescheid, wie es ist. Und dann müssen wir leider erstmal fliehen. Der ist es nämlich genau. Hm. Der ist leider noch zu heftig. Ich weiß gerade nicht, wie wir fliehen. Ein Archeodinos. Squall, pass lieber auf. Lauf weg, wenn der Gegner zu stark ist. Ja, wie laufen wir weg? Ah, hier. Ja, Flucht ergriffen. Das ist halt besser. Genau den meinte ich. Der ist halt noch etwas zu heftig. Also, dann können wir hier nicht wirklich trainieren. Wir könnten aber eventuell in die Übungshalle, aber... Weiß nicht, ob wir wieder rein sollten. Dürfen wir ja, glaube ich, gar nicht. Jetzt mal hier halt ein bisschen trainieren. Aber wir können ja... Ist ja auf ihn noch zaubern, ne? Das ist gerade ein bisschen stärker als der Angriff von ihm. Also ich denke mal, ich würde schon schauen, dass wir Squall noch ein Level höher wenigstens irgendwie schaffen. Oh, auf Erschlag, cool. Ja. Ah, hallöchen, Bahamut 65. Wie meinst du, was für ein Run? Also eigentlich ein ganz normales Let's Play soll das sein. Also ich mache keinen Speedrun oder sowas oder irgendwie, dass ich die halt auf unendlich habe. Also ich trainiere auch quasi normal, naja, sobald man gar nicht wirklich trainieren muss in dem Spiel. Also ohne Unbesiegbarkeit und sowas. Also im Prinzip halt echt ganz normal. So, genau. Deswegen wollte ich Squall jetzt auch gerade noch auf ein Level höher haben. Ich weiß nicht, ob das Sinn. Man muss aber eigentlich nicht. Ja, eigentlich meinetwegen gerne. Gib mal ruhig ein paar Tipps. So. Da. Ich bin für Tipps immer offen. Magie und Stärke, alles klar, okay. Cool, merke ich mir. Danke schon mal für den Tipp. Cool, dann gehen wir auch gleich rein. Da muss ich gleich mal gucken. Tatsächlich haben wir nämlich bei ihr auch Magie. Aber Stärke halt noch nicht. Aber ich kann mal gerade gucken, ob ich ihm das gerade... Lernt sie das überhaupt? Ja, tatsächlich, cool. Habe ich direkt auch ausgewählt, dass sie das lernen soll gerade. Je höher Magiewert, desto mehr kannst du drawen. Monstern bis zu 9 und bei... Ah. Ach, wie cool. Ja, genau. Ich habe das bei Shiva ja dran, hier Stärke gerade. Aber cool, okay. Nice. Danke für den Tipp. Ah ja, cool. Ja, genau. Magie hat ja Quistis jetzt angelegt. Genau. Auf der Weltkarte generell oder meinst du jetzt auch nur auf diesem Kontinent? Wollte mal erstmal abspeichern. Ja. Ach echt?
Auf der Insel Bellimp? Oh, dann müssen wir die jetzt mal suchen. Dann müssen wir die jetzt noch mal suchen, bevor wir hier reinlaufen. Prüfung. Da. So, das erledigt. So, dann müssen wir mal alles ablaufen. Wird einem das dann... Warte mal, ganz schön laut. Wird einem das... die Drawpoints, die sind ja unsichtbar. Werden einem die so angezeigt, dass man da einfach gegen irgendwas gegenläuft? Oder muss man wahllos auf den Button drücken, um die zu finden? Oh, verdammt. Back Attack, damn. Wir sollten vielleicht mal heilen, das wäre vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Warte mal. Auf der Feuer. Ach, cool, da bin ich ja gerade. Ach so, cool. Im Tunnel? Okay. Okay. Alter, da hätte ich ja nie nachgeguckt. Danke für den Tipp. Das ist cool. Wusste ich noch gar nicht. Da hätte ich tatsächlich jetzt echt nicht nachgeguckt. Coole Sache. Okay, gut. Dann war ich da Bescheid. Quetzalcoatl bringe ich jetzt gerade Karte bei. weil ich Monster in Karten verwandeln möchte. ja, genau das. Deswegen will ich den gerade das verwandeln. Wir haben eine schon verloren bei dem Kartenspiel, weil wir so wenig Karten haben. Will ich jetzt mal eine Karte dann haben, um Monster zu verwandeln. Warum empfiehlst du das? Also, weil man Karten auch in Items verwandeln kann später, ne? Weil irgendwie kann ja, glaube ich, Quetzalcoatl später noch Kartenwandler lernen, wenn ich mich erinnere. Aber deswegen lernt er jetzt auch gerade Karten, ne? Oh, wie cool. So, dann muss das Quistis ziehen, weil sie hat bessere Magie. Ah, damit was? Ah, schade. Nur zwei. Okay, das ist schade. Schade. Na gut, egal. Was machen wir bei ihr? Auch so, egal. Schade. Dabei hat sie doch schon. Naja, die Magie ist jetzt nicht die beste bei ihr. Ja. Cool, genau. Also auf jeden Fall auch Karten farmen. Das ist so der Plan. Warte mal, kann ich hier die Karte drehen? Ja. Okay. Ja, stimmt. Man kriegt ja auch irgendwelche bestimmten Sachen von den Gegnern. Ja, stimmt. Von manchen auf jeden Fall, ja. Gut, dann gehen wir gleich mal zum Strand. Ah, Hallöchen, warte. Mitraya, herzlich willkommen. So, wir haben tatsächlich heute erst mit Final Fantasy 8 angefangen. Warte. Ja, also ich finde, die GF, also die ziehen, wenn ich die einsetze, 500 ab. Die sind viel stärker als mein Angriff. Also ich würde jetzt erstmal, ich würde die tatsächlich jetzt erstmal noch drinnen lassen, weil Zauber habe ich eigentlich eh kaum welche. Und wie gesagt, die sind im Moment auch stärker als mein Angriff. Würde ich die halt erstmal noch drinnen lassen. Aber heilen muss ich bald mal, sehe ich gerade. Oder meinst du, die sind schwach wegen den, wegen den HP oder so? Weil ich finde das eigentlich auch immer ganz cool, dass man sich selber so ein bisschen die HP schützen kann, wenn man die GF einsetzt dafür.
Aha. Ah, okay. Okay. Na gut. Aber ich würde gegen Ifrit Schiefer drin behalten. Das würde ich mal so sagen, weil sie halt Eis ist. Also Eiselement. Deswegen würde ich sie drin behalten beim Endboss. Aber ich kann ja bei ihr... Hat sie Shiva? Wen hat sie? Ganz Kottel. Dann sonst würde ich bei ihr das einfach... Warte mal. Lass sie einen Zauber umändern. So. Okay. Wollte ich jetzt gerade noch was anderes? Stopp. Nee, ach hier. Okay. Ah, okay. Okay, oh. Ah, jetzt können wir direkt zaubern. Cool. Und du kannst wieder zaubern. So, das beschleunigen wir wieder ein bisschen. Das könnte etwas dauern. So. Ah ja, cool. Das geht wirklich leichter. Das ist natürlich nice, ne? Danke für den Tipp mit den Cursor merken. Das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Muss man das nicht immer alles erst nochmal wieder auswählen. Ist cool. Dann geht das natürlich noch viel schneller mit dem Drawn. Haha. Okay. Alter, wie krass. Okay, cool. Verdammt. Ja, so kann man natürlich auch Speedrun. Heftig. Okay, das finde ich gerade irgendwie lustig. Ah, wir müssen jetzt mal heilen. Warte mal eben. Warte mal. Mach mal Zauber. Das ist nicht das Beste, aber das ist okay. Wir machen einfach mal. Warte mal. Ja, und du machst mal jetzt das auf dich. Zaubert euch. Heilt euch mal ein bisschen. Cool. Ach so, hat schon geklappt. Die waren schon geheilt. Okay. Na gut, dann könnt ihr wieder drawen. Genau. Lagern und du kannst das wieder. Nein, lagern. Oh, sie ist schon voll. Warte mal. Okay, warte. Okay, cool. Okay, das ist interessant. Ah, cool, wir sind durch. Hiermit, dann können wir angreifen jetzt ganz normal. Das ist cool. Ja, ich hab halt, ich kann halt, das Blöde ist mit Magiekopplung. Das kann halt nur Quetzalcoatl und das, deswegen hat das jetzt auch nur, ist es im Moment, aber ja, ist halt so. Aber genau, warte mal, wir können mal direkt nochmal hier auf optimal bei ihr, was hatten wir bei ihr? Nochmal Ki. Oh ja, ist immer noch besser. Und er hat das sowieso nicht, dann geben wir ihm jetzt mal das hier. Cool. Ja, ja, eben meine ich doch. Ich habe ja gerade nur Quetzalcoatl, der das kann. Das ist es ja gerade. Ein Dollet erst. Okay, krass. Na gut. So, gehen wir mal hier rein. Was? Oh.
kriegen wir die raus? Was haben die? Oh, die haben was Neues. Was hat er? Schlaf, nice. Wir machen mal Eis auf den. Ach so, oh cool. Nice. Oh ja, also echt, sie kann halt echt super, ist halt echt super ein Drawn, ne? Oh, super, ja, ja cool, dann werde ich die auf jeden Fall Schlaf voll auf 100 drawn lassen und dann direkt ausrüsten bei ihr, weil sie hat ja Magie. Natürlich cool. Was, hä? Lega 1? Was meinst du damit? Ja, ich werde mal den erledigen. Ach so, okay. Ach so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, nicht auf ihn. Ach Mann, ich wollte den anderen erledigen. Eigentlich egal welchen, aber bei dem anderen haben wir jetzt schon mehr abgezogen. Deswegen lieber ihn erledigen. Ach man, das dauert aber auch. Warte mal kurz. Muss mal Pause. Ich war gerade dann doch ganz loslesen. Was? Wenn ich L1 im Auswahlbildschirm drücke, änderst du ihn. Okay. Ach so. Okay, cool. Das mache ich gleich mal. L1. Ich glaube, das geht, oder? Doch. Ah, cool. Danke. Schön. Gibt's. Ah, cool. Nicht aufgepasst. Das ist ja in Final Fantasy 9. Auch so, ne? Aber ja, da war es generell eingestellt, weil ich es auf dem PC gespielt habe. Deswegen wusste ich das hier jetzt gerade gar nicht. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass das hier überhaupt geht. Bei dem Spiel auch. Wenn ich ehrlich bin. Ja, ist richtig. Stärkekopplung muss eigentlich auch mal auf jeden Fall mitlernen. I know. Aber guck mal, einer ist schon weg. Yay! Ein sind wir los, juhu! Irgendwann muss sie doch auch mal bei 100 sein. Ich greife den ja trotzdem mal an. Die haben ja eh offenbar sehr viel. Aber wir können mal gucken, wie viel sie schon hat. Ach, sie ist fast fertig mit Drawn. Coole Sache. Ach so, okay. Ja, okay, dann ist das keine Ahnung, offenbar Fehler, aber stimmt. Ich glaube, als Karte heißen die auch Fokka-Double, ne? Glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Aber wir haben die gerade, wir können gleich mal nachgucken. Ja, ich habe auch schon gehört, meine Schwester hat das Spiel auch sich für die Switch geladen und konnte wohl Omega Weapon nicht bekämpfen, also sich Eden nicht holen, weil sie offenbar einen Bug hatte, sie kam da gar nicht runter. Ich bin hier in der Remaster-Version soweit noch gar nicht gewesen. Ich habe das letzte Mal, als ich das Spiel wirklich durchgespielt habe, habe ich noch das Original gespielt.
Und da habe ich halt dann auch tatsächlich alle GF mir geholt gehabt. Also, weiß ich gar nicht. Ich werde das mal probieren. Mal gucken, ob es bei mir klappt oder nicht. Ja, dann halt Ultima. Okay. ich weiß es doch. Der jedenfalls unten in diesem komischen unterirdischen Labor da ist, wo man Eden halt ziehen kann. So. Und da kam sie halt nicht hin. Jetzt haben wir schon mal zwei Fischflossen. Nice. Ja, 6 HP, wirklich cool. Okay, dann werden wir gleich mal auf Koppeln gehen. Müsst ihr aber ihr dann direkt... Ja, cool. Nice. Okay, cool. Gucken auch direkt mal eben hier rein, wie weit. Ja. Ne? Bei ihr, naja, oh, es dauert auch noch ein bisschen. Omega, wo war denn dann Omega-Weapon? Wenn es Ultima und Omega gibt. Ja, egal, weiß ich jetzt gerade nicht. Kommt dann wieder. Kommt dann wieder. Wie gesagt, ist bei mir dann auch schon wieder ein Stückchen her. Ich habe das Spiel das letzte Mal gespielt, als ich das letzte Mal im Austauschstudium war. Da habe ich das war 2019, 2020. Das ist also auch schon wieder ein Stückchen her, als ich das Spiel gespielt habe. Wisst ihr was? Ich mache jetzt trotzdem Shiva, weil im Moment ist sie halt gerade noch stärker. Okay, cool. Let's go. Wow. Das. Naja. Tatsächlich, beschwöre ich sowieso auch relativ ungern die GF. Erstens, weil die so laut sind. zweitens, weil die einfach lange dauern, die Sequenzen. Das manchmal nervt mich das echt, wenn ich den Gegner einfach nur schnell erledigen will. Und dann später, die können zwar diese Ability anfeuern lernen, aber das nervt mich noch mehr. Weil ich das sowieso nie weit hinbekomme und das dann sowieso nie einsetze. Ach so, okay. Na gut, wir greifen einfach an. Komm schon raus, du Vieh! Raus aus deinem Versteck, geht doch. Los. Macht es fertig! Los! Wow, ich muss mal irgendwie heilen. Aber wir können bestimmt nach Bellum rein, oder? Gehen wir da einfach mal pennen. Ja, aber ich schaff's auch immer nie so hoch, also... Weil ich dann immer... Weil diese X, dass du nicht drücken darfst, kommt immer an unterschiedlichen Stellen. Und ich habe immer das Glück, dass ich dann auf das X drücke und dann alles wieder runter ist. Und deswegen mag ich das nicht. Ich habe wieder Zauber zum Heilen, das stimmt. Aber der ist gekoppelt. Das ist das andere Problem. Ist halt gekoppelt. Ich möchte den halt deswegen ungern benutzen. Warte, du hast gesagt beim Tunnel. Da hinten ist der Tunnel. Wir laufen mal zum Tunnel. Oh, wirklich? Was? Squall, bitte. Du hast schon Medica. Nein, ich hätte das Quizzes ziehen lassen sollen. Verdammt, stimmt. Ach, dammit. Ja, okay, hast recht. Aber ich laufe einfach mal hier rein. Oder wir laufen einfach in mein Quartier. Dann verbrauchen wir weder Zauber, noch müssen Geld ausgeben. Haha, das ist auch cool. Wir gehen einfach bei mir pennen. In meine Bude. Ich nehme Quistis mit. So. Stirb, Vieh, stirb! Wie war das hier? Ich glaube, hier war das, dass man Abilities erst ankoppeln, wenn sie koppeln kann, wenn sie durchgelernt sind, ne? Nicht so wie in 9, dass du das schon während des Lernens schon verwenden kannst. Glaube ich.
Ich habe keine Lust, zu mir zu laufen. Ach, egal, komm, ich bezahle das Geld, ist mir egal. So. Wir gehen jetzt pennen.